kid. It's strange how sounds can let you down. Let you down. So, meine Freunde, ich bin's wieder, euer Popika. Willkommen bei Watch the Geekman. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr die Beta von Warface euch runterladet und installiert. Am besten macht ihr das mit Google Chrome. Warum ihr das mit Google Chrome machen sollt, erkläre ich euch gleich. Vielleicht funktioniert es auch mit einem anderen Browser, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, gleich dazu. Ihr geht einfach auf warface.com, kommt ihr automatisch auf die deutsche Seite. Dann geht ihr hier oben rechts auf die russische Flagge. Ihr könnt natürlich auch auf die koreanische gehen. In Korea ist es auch verfügbar. In China glaube ich auch. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ihr geht auf jeden Fall erstmal auf die russische Flagge. So. Dann fragt euch Google Chrome, ob ihr die Seite übersetzen lassen wollt. Ihr lasst sie euch natürlich übersetzen. So. Dann ist hier ein Button mit Registrieren. Da klickt ihr einfach drauf. Da öffnet sich ein Fenster. Geben Sie einfach Ihre E-Mail ein. Da habe ich jetzt mal 10minutenmail.com gewählt. Einfach mal diesen. Gebe mein Kennwort ein. Mein Spitzname. Den Bildcode. Und geht dann hier unten auf dieses rote Zeichen. Bessere Übersetzung, ja gut, okay, das kann er jetzt nicht übersetzen. Aber ihr klickt da auf jeden Fall einfach drauf. Und geht dann hier auf Warface Loader Exe. Der ganze Spaß wird jetzt runtergeladen. Der ganze Spaß öffnet sich. Ihr führt es aus. So, dann sucht ihr euch einen Platz, wo ihr das hin installiert haben wollt. Wir machen es jetzt mal hier hin. Und zwar unter, Quatsch, das war das Falsche, Warface. Okay, okay. Jetzt hat den ganzen Spaß installiert. Ne, jetzt leert es erstmal runter. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Abschnitt, wenn der ganze Spaß runtergeladen wurde. So, meine Freunde, ich bin's wieder. Popika hier, ne? Zweiter Teil quasi. Nicht im zweiten Video, sondern immer noch das gleiche Video. Egal, hört einfach nicht hin. Aber jetzt bitte zuhören. So, ihr habt euch jetzt den ganzen Spaß runtergeladen. Das ist jetzt hier fertig. Und dann steht hier, keine Ahnung, einloggen wahrscheinlich. Nee, ihr geht erstmal auf Installieren. Genau. So. Da gehe ich wieder hier hin, dahin, dorthin, da wo ihr es halt hin haben wollt. Warface, okay. Okay. So, und jetzt installiert den ganzen Spaß. So, meine Freunde. Jetzt ist der ganze Spaß installiert. Und ich würde mal sagen, wir klicken hier mal auf, ich denke mal, das heißt einloggen. Genau. Da gebt ihr einfach eure E-Mail-Adresse ein. Ich habe jetzt hier die 10-Minuten-Mail. Passwort auf OK und wir sehen uns gleich in Game wieder. Rinja und euer Popika.